ist es für uns ganz entscheidend, dass wir dafür sorgen, dass Kitas und Schulen offen bleiben, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz gewährt wird, aber dass die Einrichtungen offen bleiben, weil wir wissen, wie wichtig es ist für die Bildungschancen, für die Entwicklung von Kindern, dass sie eben pädagogische Anleitung bei der Bildung haben, dass sie gut betreut sind, dass sie Bewegung haben und dass sie vor allen Dingen auch mit anderen Kindern in Begegnung kommen können. Ich habe im Sommer im Ministerium einen bundesweiten Corona-Kita-Rat eingerichtet, in dem Bund, Länder, Kommunen, aber auch Träger und Eltern und Erzieherinnen und Erzieher über die Gewerkschaften beteiligt sind, wo wir uns regelmäßig austauschen. Wie ist die Lage in der frühkindlichen Bildung? Was können wir tun, um Kitas zu unterstützen? Wir haben ein deutschlandweites Kita-Register gestartet, eine große Studie, bei der die Kitas wöchentlich berichten aus ihrer Situation. Es sind über 13.000 Kitas und Kindertagesbetreuungsstellen, die dort mitarbeiten und die rückmelden. Wie ist die Lage bei Ihnen? Was wird getan, um Schließungen zu vermeiden, um Arbeits- und Gesundheitsschutz aufrechtzuerhalten und das Infektionsrisiko gering? Und wir werden auch mit zusätzlichen Mitteln den Ausbau von Kita- und Ganztagsbetreuung finanzieren und auch zusätzliche Hygienemaßnahmen unterstützen. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema ansprechen, das mir sehr wichtig ist an dieser Stelle. Das ist das Thema Gewaltschutz, sowohl für Kinder als auch ganz besonders für Frauen, wo wir sehen, dass sie überall in Europa stärker von der Krise betroffen sind, stärker auch von den Konflikten, die es zu Hause gibt, stärker auch von häuslicher Gewalt. Und deswegen entwickeln wir ganz niedrigschwellige Angebote für einen wirksamen Gewaltschutz. Wir entwickeln Maßnahmen, um Frauen zu unterstützen beim Thema häusliche Gewalt. Und wir intensivieren unsere Anstrengungen, um tatsächlich im Kampf gegen Gewalt auch vorzugehen. Wir haben deshalb dieses Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt insgesamt zum Schwerpunktthema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gemacht. Und wir setzen uns ein für hohe Schutzstandards überall in Europa. Und ich freue mich sehr, dass wir in der letzten Woche ein großes Gleichstellungsministerinnen- und Ministertreffen hatten, bei dem ganz klar eine Entscheidung dafür gefallen ist, wo sich eine deutliche Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür bekannt hat, dass wir ein europaweites Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen einrichten, eine europaweite Nummer, die sich orientiert an unserem deutschen Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen. Dort gibt es schon eine Nummer, die europaweit verfügbar ist. Und wir haben uns darauf verständigt mit unseren EU-Ministerkolleginnen und Kollegen, dass die 116.016 künftig die europaweit einheitliche Hilfetelefonnummer sein wird. Wir werden dafür jetzt die notwendigen Schritte in Bewegung leiten und anregen mit der Kommission gemeinsam. Und ich werde mit den portugiesischen Kollegen natürlich auch die Übergabe so machen, dass das auch nach unserer Präsidentschaft fortgeführt wird und dieses wichtige Projekt angeschoben wird, damit eben die nationalen Hilfetelefone weiter ihre Arbeit machen, aber es auch eine europaweit einheitliche Nummer gibt als Signal, dass wir zusammenstehen gegen Gewalt an Frauen, dass wir das gemeinsam tun und alles auch natürlich in die Wege leiten, was dafür nötig ist. Wir sehen, dass gerade auch im Bereich des Kinderschutzes wir noch mehr tun müssen. Wir haben deshalb in Deutschland unsere Beratungsangebote sowohl telefonisch als auch digital aufgestockt. Und wir wollen jetzt in den nächsten Wochen gut über diese Zeit kommen. Mit finanzieller Unterstützung, mit Beratung und Unterstützung, mit digitalen Methoden, aber auch mit Maßnahmen, die ausgewogen und abgewogen sind, die nicht nur den Gesundheitsschutz in den Blick nehmen, sondern auch den Kinder- und Jugendschutz, denn das ist genauso irrelevant und die dafür sorgen, dass wir eben gerade die Familien in dieser Krisenzeit im Blick haben, dass sie gut durch diese Krise kommen. Wir wissen, nach dem Winter kommt der Frühling. Es wird besser werden und wir können Zuversicht und Hoffnung geben. Wir sehen, dass die Entwicklungen für den Impfstoff voranschreiten und wir sehen auch, dass wir viele, viele Menschen haben in Deutschland, ich bin sicher überall in Europa, die sich engagieren für eine
gute Gesellschaft, in der Zusammenhalt auch funktioniert. Wir sehen, dass viele sich ehrenamtlich engagiert haben in der nachbarschaftlichen Hilfe für ältere Menschen, auch viele Junge, die engagiert sind. Und wir sorgen dafür, dass eben diejenigen, die ganz klar sich auch an die Regeln halten, dass diejenigen, die vernünftig sind, auch die Unterstützung bekommen. Und wir sehen, das will ich vielleicht auch noch sagen, die Grenze all derer, die gegen die Maßnahmen sind oder dafür, die verläuft auch nicht zwischen jung und alt, sondern die verläuft zwischen vernünftig und unvernünftig. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt alles tun, dass wir als Gesellschaft insgesamt durchhalten, dass wir über diese Zeit kommen, dass wir die Familien so gut es geht unterstützen und dafür sorgen, dass wir dann einen Frühling, einen Sommer haben, in dem wir die Krankheit überwinden können.